Hallo liebe Zuschauer, es geht um weitere Tipps für Weihnachten, aber auch für sonstige Anlässe, Geschenke. Sicherlich ist das Video auch noch im halben Jahr und im Jahr aktuell. In dem Fall dreht sich's in diesem Video um die Kennerspiele. Jetzt habe ich ein Video gemacht, was die Spiele angeht für die ganz jungen Spieler. Ja, es hat angefangen bei 3, 4 Jahre, 5, 6 Jahre. Dann die Familienspiele. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich mache noch was für die Kennerspieler. Wobei, die sind durchaus erfahren. Die wissen teilweise genau, was sie wollen. Die haben je nachdem auch schon das Spiel. Aber es sind vielleicht auch ein paar dabei, die sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da kommt. Weil zu den einen oder anderen Spiel will ich auf jeden Fall noch was dazu sagen. Aber es soll einfach eine kleine Auswahl sein. Es gibt bei weitem mehr, gerade wenn man jetzt Essen betrachtet. Und es sind auch ein paar ältere Spiele dabei. Aber ich hätte, glaube ich, noch viel mehr auf den Tisch holen können, was den Bereich angeht. Was man durchaus auch gerne an Weihnachten, der Weihnachtszeit spielt, wobei das eine oder andere kann man sicherlich dann auch in einem halben Jahr noch kaufen oder ja, wenn es als Geschenk gedacht ist oder man kauft es einfach für sich. Fangen wir gleich an mit der Liste bzw. mit den Spielen und zufälligerweise alles angeordnet. Ich habe gedacht, ich fange mit Burgen von Burgund an, Alea in dem Fall eine Sonderedition vom Stefan Feld und ja, wo bin ich demnächst? Mal wieder beim Stefan Feld, der wohnt ja auch nicht weit von mir entfernt, da gibt es immer die Möglichkeit mal das ein oder andere Video zu drehen, das gab es in Vergangenheit und da gibt es natürlich wieder einiges zu berichten und voraussichtlich geht es natürlich auch um diese Neuauflage, die der Stefan sicherlich auch ein paar Worte verlieren wird. Werden wir auch sicherlich ein Video machen. Weil es den einen oder anderen interessiert, insbesondere was das Material angeht, machen wir ganz einen kurzen Blick in die Schachtel, dass man das sieht. Insbesondere die Plättchenstärke und die Farbe werden sicherlich den einen oder anderen interessieren. Das heißt, hier haben wir die Tableaus natürlich etwas ungewohnt, was die Farben angeht und je nachdem zur Stärke, aber dazu später mehr. Es ist ein sehr erfolgreiches, sehr beliebtes Spiel, zählt auch zu diesem beliebtesten Kennerspiel, was Stefan Feld angeht und seine Spiele. Der hat ja sehr viele Spiele gemacht, Familienspiele, aber auch viele Kennerspiele, Expertenspiele und das ist quasi die Nummer 2 der Reihe. Das erste habe ich euch schon vorgestellt, aber das ist die Nummer 2 der Reihe, quasi eine Sonderedition, Jubiläum, 20 Jahre Alea und diese Box werde ich euch sicherlich im Nachgang vorstellen. Je nachdem gibt es auch mit dem Stefan schon das eine oder andere Interview bzw. ein paar Informationen über diese Box, was in dieser Box steht und da wird es auch natürlich um die Frage gehen, braucht man unbedingt die Neuauflage oder die Sonderedition, wenn man das Standardspiel schon hat. Es steckt auf jeden Fall einiges drin. Alles möchte ich natürlich jetzt hier nicht verraten, in dem Fall, was jetzt die Tableaus dann angeht, was die Edition angeht, also die Extras. Wie gesagt, ein Spiel ab 12 Jahre und ein Spiel, was wir damals wie heute wahnsinnig oft spielen. Es ist einfach ein Top-Spiel. So, dann gehen wir mit ein bisschen weiter. Ich habe erst überlegt, meist in die Familienrichtung. Nein, die Crew ist für mich ein Kennerspiel. Kann man durchaus sagen, wobei, wenn man es spielt, sieht man, es ist gar nicht so schwer, es ist ja ein Stichspiel, ein kooperatives Stichspiel, wo es über eine gewisse Anzahl von Aufträge geht und die werden immer schwieriger. Ihr spielt es kooperativ, müsst versuchen, gewisse Stiche in einer gewissen Reihenfolge, Anordnung zu erfüllen. Ja, thematisch spricht es mich nicht sonderlich an, das wisst ihr, aber da habe ich auch schon ein Video gemacht, glaube ich. Doch, da habe ich ein Video gemacht. Das Ganze ist ab 3 Spieler bis 5 Spieler, ist aber richtig toll. Und die es bei mir gespielt haben, die meisten, die haben es sich anschließend gekauft. Die waren nämlich total verblüfft. Die haben auch gedacht, okay, schauen wir einfach mal, was da steckt. Aber das Spiel hat wirklich positiv überrascht. Und ich glaube, 50 Level sind es in dem Fall. Ist auch eine 2-Spieler-Variante drin? Nee, spielt es mit mindestens 3 Spielern. Genau, 50 unterschiedliche Missionen sind es. Und was ich auch an dieser Stelle kurz sagen will, ist eine Erklär-App. Das macht Cosmos super mit diesen Erklär-Apps. Da geht es etwas länger, die Erklärung, aber mit der App kriegt man das Spiel richtig schnell und einfach nicht, aber gut dargestellt und dann kann man auch sofort loslegen. Bleiben wir bei Cosmos, wie gesagt, zufällige Anordnung und da, wow, ich freue mich, euch das Spiel mal zu präsentieren. Das geht noch eine Weile in dem Fall. Kampf um Hogwarts, ein kooperatives Deckbuilding-Spiel und da gibt es mit Sicherheit eine Erweiterung. Gibt es ja, glaube ich, schon auf Deutsch und ich bin mir sicher, dass das Spiel ist ja schon erfolgreich. Ich sehe mal wieder ausverkauft, dass es da auf jeden Fall die Erweiterung gibt. Es ist ein kooperatives Spiel, 2 bis 4 Spieler am Anfang recht einfach. Ihr kommt also recht schnell rein mit wenigen Karten, auch wenn das eine riesen Box ist. So viel ist es gar nicht. Soll jetzt gerade mal rausmachen, dass man sieht. Ab 11 Jahre wird angegeben und ja, da
geht es am Anfang recht einfach los, aber das zieht sich, was die einzelnen Szenarien angeht, schon ein bisschen in die Länge. Die werden natürlich schwieriger, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, wer dann sowas sucht für die Tage und will dann einfach mehrere Tage hintereinander spielen. Jetzt ein Spiel von Pegasus Spiele Ära. Das habe ich euch schon in mehreren Videos dann vorgestellt. Das Einzige, was der eine oder andere nicht mag in dem Spiel, das ist die Grafikgestaltung der Tableaus. Weil im ersten Moment sieht es ja richtig cool aus. Man baut hier seine Stadt, das Mittelalter in dem Fall. Jeder natürlich parallel versucht, die beste Stadt zu errichten. Und das meiste, was viele stört, sind einfach diese Tableaus von der Farbe hier, von den gelblichen. Aber das Spiel macht mir das macht mir Spaß, es ist toll. Ich werde es ja auch nach und nach bemalen auf die einzelnen Bereiche, je nachdem wie das Zeitpuffer natürlich ist, aber da habe ich auch euch schon einige Tipps und Hinweise gegeben, habe ich auch ein Video gemacht und da gibt es auch Infos, was die Solo-Variante angeht, also da könnt ihr mal reinschauen. Es gibt ja durchaus viele Spieler, die gern Solo spielen, das vernachlässige ich immer ein bisschen, aber in dem Video ist ausführlich das auf jeden Fall als Sequenz nochmal dabei. Ab 10 Jahre ist es angegeben, hat sein Gewicht ein eigenes Inlay. Also das Spiel ist richtig toll aus meiner Sicht. Allerdings muss man solche Spiele, wo man würfelt und seine Gebäude platziert, seine Bevölkerung im Anschluss ernähren muss, um weitere, ja in dem Fall Kämpfe auszutragen, um bessere Gebäude zu bauen. Sowas muss man mögen in dem Fall. Also da gab es schon ähnliche Spiele von Matt Leacock. Also sowas muss man mögen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, Cities Skylines. Die App wollte ich jetzt auch noch spielen in dem Fall, dass ich da ein bisschen mitreden kann. Die große Neuheit aus dem Hause Cosmos. Darf natürlich nicht fehlen, dass ich das euch auch zeige, zum späteren Zeitpunkt. Ich habe es im Rahmen von der Cosmos-Zusammenfassung in Essen, da habt ihr einen Rundumschlag bekommen, was alle Essen-Neuheiten angeht. Das Video empfehle ich euch. Ich kann gar nicht so viel verlinken immer pro Video, aber das ist eine klare Empfehlung. Da könnt ihr mal reinschauen. Da habe ich euch alle Video oder wurden mir alle Spiele als Video vorgestellt. Das ist richtig toll und wie gesagt, als App schon sehr erfolgreich natürlich, was jetzt den Bereich dann angeht. Und auch hier mit der Erklär-App. Ich wiederhole es immer, aber das macht Cosmos wirklich gut, weil viele sagen dann doch, bis ich jetzt da drin bin und die Anleitung gelesen habe. Also da seid ihr auf jeden Fall richtig schnell drin. Ja, Klong, wir sind im Bereich Kennerspiele. Ich hätte das Klong wieder hinstellen können. Ist für mich eines der besten Kennerspiele, wenn es um Deckbau geht. Kenne ansonsten Eldorado für Familien durchaus, aber von Klong gibt es ja immer mal wieder was Neues. Apokalypse in dem Fall. Und ja, das stelle ich euch auch noch irgendwann vor. Aber der eine oder andere hat es sicherlich blind gekauft und hat es auch nicht bereut, weil hier gibt es natürlich weitere Elemente. Ihr spielt natürlich weiter im Klong-Universum, weitere Pläne, weitere Karten, wie man sich's wünscht. Wie bei Terraforming Mars natürlich entsprechend auch, das kommt übrigens auch noch, darf natürlich auch nicht fehlen, aber für die Jahreszeit natürlich perfekt geeignet. Das gleiche gilt, jetzt bin ich überlegen, am Anfang habe ich ja gesagt, für Experten, ja, Teotihuacan in dem Fall gibt es ja auch eine Erweiterung, da dürft ihr euch auch drauf freuen, da gibt es natürlich auch Videos, teilweise gibt es schon Videos, nach und nach kommen die, aber gerade solche Spiele, die muss man oft genug spielen, damit ich auch berichten kann, ich habe es damit eilig, also da kommt peu à peu was, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich muss mich ja nicht stressen lassen, was den Bereich eingeht. Wir haben teilweise echt einen guten Jahrgang gehabt und da gibt es einfach tolle Spiele. Und hier, wie gesagt, die Erweiterung, wer sie noch nicht hat, ein tolles Würfel-Einsatzspiel und hier natürlich noch mehr Variablen hier, wo hier vorliegen. Übrigens auch hier wieder, was Thema Werbung angeht. Ich habe auf der Messe so einen Rundlauf gemacht an der Neuheitenshow und da wurden mir alle Spiele von Schwerkraft, alle Neuheiten kurz und knackig erklärt. Das Video geht, glaube ich, 20, 25 Minuten, je nachdem, schaut ihr mal danach. Und das war richtig super. Also aus meiner Sicht, was hoffe euch natürlich auch, aber es kam gut an. Es wurde mehr in der Messezeit noch veröffentlicht und da habt ihr Informationen bekommen, was alle Neuheiten angeht. Da hat Schwerkraft ein Riesenprogramm. Wow. Also da haben sie richtig geklotzt. Und da bekommt ihr auf jeden Fall einen Rundumschlag. So, Last Bastion in dem Fall. Das habe ich euch schon vorgestellt, allerdings da noch als Prototyp, aber quasi als fertiges Werk. Ist für mich der Ghost Stories Nachfolger. Es ist ein kooperatives Spiel und Ghost Stories mag ich. Das ist aber schon etwas älter in dem Fall. Aber wer Ghost Stories kennt, der erinnert sich, okay, da lagen auch die Spielpläne an. Auch die Karten wurden hier auf dem Bereich dann gelegt. Aber jetzt quasi neu, ja, Design kann man durchaus sagen, aber die Regeln knackiger zusammengefasst, das Wichtigste drin und das ist quasi jetzt das bessere Spiel, kann man schon sagen. Also aus meiner Sicht das bessere Spiel, natürlich mit kleinen Miniaturen.
In Essen gab es dann auch Miniaturen, die bemalt sind. Ja, ich habe es mal angeguckt, ich bemale sie lieber selber, sofern die Zeit bleibt. Aber dem einen oder anderen reicht es völlig aus. Ich habe gedacht, mir reicht das Grundspiel erstmal völlig aus, weil die Figuren sind ja da, grundieren und anmalen kann man sie ja immer noch. Aber wie gesagt, ein Spiel, was ihr euch durchaus anschauen könnt, wenn ihr ein knackiges, kooperatives Spiel wollt, wo man wirklich gemeinsam agieren muss, wo die Regeln auch nicht so schwer sind, wobei bis man drin ist, beim Ghost Story ist was schwieriger, aber da ist man recht schnell drin, 1 bis 4 Spieler und man spielt 45 Minuten. Bei Ghost Stories ging es teilweise etwas länger, aber hier agiert man auf dem Plan, versucht natürlich die Gegner zu besiegen anhand dieser Position, die man sich befindet, je nachdem zusammen auf einem Feld ist man stärker und dann gehört natürlich auch etwas Würfelclub dazu. Aber ein tolles Spiel, kann ich echt empfehlen. Also auch irgendwann das Video, genauso wie Ecos. Da brauche ich glaube ich gar nicht mehr viel sagen. Jeder hat groß Werbung gemacht für das Spiel. Jetzt hält der Jörg auch noch in die Kamera. Ja, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Und in dem Fall AEG wurde auf der Messe auch recht schnell überall gekauft, vergriffen in dem Fall AEG, wo es je nachdem später im deutschen Handel erscheint, schaut mal einfach mal, aber das wird sicherlich nicht zu schnell vom Markt verschwinden. 2 bis 6 Spieler, 75 Minuten Spielzeit könnt ihr durchaus einkalkulieren. Sieht jetzt, was die Illustration angeht, was den Bau angeht, ja, etwas nüchtern aus, aber da liefere ich euch auf jeden Fall noch genug Informationen. Wow, Glenmore 2 Chronicles. Eigentlich braucht ihr nur das eine Spiel, dann habt ihr eigentlich genug zu tun, weil das habe ich euch schon vorgestellt mit dem Prototyp, aber auch dieses fertige Spiel, da gibt es ein Video dazu, mehrere sogar, weil der Steffen war hier bei mir und ja, richtig tolles Spiel, weil man kann das Grundspiel spielen, man kann aber auch mit den Chronicles spielen, die hier dabei sind, so kleine Kästchen, Module darf ich jetzt nicht sagen, ich nenne es einfach Chronicles, so wie es korrekt heißt und da könnt ihr andere Spielelemente hinzufügen, ändert sich ein paar Details, was die Regeln angeht, aber sehr, sehr variabel und ein Deluxe-Material. Wer sich mal was gönnen will, da holt sich Glenmore 2, weil das ist echt toll. Schaut mal in das Video rein, ich mache es jetzt gar nicht auf. Matthias Kramer, aber es sind auch teilweise andere Autoren beteiligt. Ein toller Mechanismus, bereits bei Glenmore und jetzt in dem Fall als, kann man schon sagen, als eine Deluxe-Version durchaus. Holt euch je nachdem das Inlay noch oder die Münzen, da habt das komplett, aber wow, tolles Spiel. Ja, das stelle ich euch auch, hoffentlich bald, aber wie gesagt, so viele Spiele, ich will es natürlich auch ausgiebig spielen. Das ist für mich eines der Must-Have-Spiele gewesen, auf Englisch. Ja, Betrayal at House of on the Hill natürlich, in dem Fall, klar, der englische Titel ist noch geblieben, der Jörg kann es immer noch nicht richtig aussprechen, aber ein Strategiespiel, in dem Fall die 2. Edition. Und da habe ich mich so lange gefreut, es ist endlich da, vertrieb das Ganze über Asmodee und es hat so ein bisschen, ja, Willen des Wahnsinns Charakter, je nachdem kann man schon sagen, also es gefällt mir auf jeden Fall thematisch, spielerisch hat es natürlich ein paar Glückselemente dabei, aber verschiedene Szenarien, das macht einfach Spaß, lasst euch da einfach überraschen. Ich hoffe, es wird auch ein cooles Video im Nachgang da noch folgen, wo ich euch ausreichende Informationen geben kann. Ja, allzu viele ausreichende Informationen brauche ich euch zu diesem Spiel, glaube ich, nicht mehr geben, weil Maracaibo, da gibt es schon ein Video, ein sehr erfolgreiches, wirklich gutes Spiel, schon ein bisschen anspruchsvoller, kann man schon sagen. Aber grafisch toll gemacht, ist ein Alexander Pfister natürlich. Und da habe ich ein Video gemacht, in dem Fall mit dem zuständigen, ich weiß nicht, was der Redakteur, aber zumindest der, wo sehr stark eingebunden war, was auch das Regelwerk angeht, knackig. Bekommt ihr in 10, 15 Minuten das Spiel, die wichtigsten Details gezeigt. Keine Regeln, aber ihr wisst, glaube ich, aufgrund des Videos gleich, ob das Spiel was für euch ist. Also wer das Video jetzt noch nicht gesehen hat, schaut einfach mal rein. Maracaibo, 12 Jahre, klar, 30 Minuten pro Spieler. Nur knackig, in der ersten Partie dauert es auf jeden Fall länger. Aber das hat so viele Mechanismen, die sind durchaus beliebt. So, dann habe ich noch mal was. Wir reden ja hier um die Kennerspiele. Das heißt, Exit, das Spiel, gibt es natürlich immer mal wieder was Neues. Die habe ich euch teilweise, oder habe ich euch alle schon vorgestellt. Geht natürlich auch die Serie weiter. Gibt es jetzt was für, ich habe extra die Fortgeschrittenen genommen. Wir sind ja bei Kennerspiele. Der Raub auf dem Mississippi, da gibt es noch ein separates Video, wo ich euch zeigen kann, spoilerfrei, ob das was für euch ist. Aber Exit, Escape-Spiele, ja, Escape habe ich auch noch einiges in dem Fall. Da gibt es echt so viel in dem Fall zu berichten. Also da gibt es auf jeden Fall auch was. Aber wer sowas sucht in dem Bereich als Geschenk etc., ist genau richtig. So, ein Klassiker. Und da sitzt die Silke nebendran, die schmunzelt schon, wenn sie das sieht. Da wird sie bestimmt sagen, Jörg, da wird es mal wieder Zeit, dass wir es spielen. Ja, weil der Jörg sammelt ja schon die Erweiterungen. Und bemalt sind die, falls der Thomas jetzt
zuschaut oder ein anderer. Ja, ich weiß, man kann ja nicht alles auf einmal machen, aber nach wie vor ein richtig tolles Spiel. App gesteuert, mag natürlich nicht jeder. Was man auch mag, wenn man das Szenario nicht schafft, fängt man wieder von vorne an. Das Szenario ist teilweise anders aufgebaut. Das mag auch nicht jeder. Man muss es mögen. Oder man mag es halt nicht. Aber die Auswahl ist groß und ich finde das Spiel nach wie vor toll. Herzliche Grüße an den einen oder anderen, der es jetzt auch auf der Messe gekauft hat, aufgrund meiner Empfehlung und auch nicht bereut hat, weil die Serie ist mittlerweile ja wirklich sehr groß und das Spiel macht einfach Spaß. So viel zu dem Spiel und dem Spiel. Oh, das wären spannende Videos. Also Anfang des Jahres wahrscheinlich werden wir dann mal richtig durchstarten, was den Bereich angeht. Was heißt hier durchstarten? Da gibt es doch schon Videos. Ja, zu Volt gibt es ein Video. Ein Spiel, wo ich eigentlich schon vor 5-6 Jahren gerne gehabt hätte, aber das hat sich immer wieder verzögert, aus unterschiedlichen Gründen. So, in dem Fall natürlich Heidelberg Games. Nicht Heidelberger Spieleverlag, Heidelberg Games. Die sind jetzt stark im Kommen. Da gibt es einige Spiele, bunt gemischt natürlich, Wordsmith etc. Das eine oder andere werde ich auch noch vorstellen, aber zu Volt habe ich ein Video gemacht. Für mich ist es ein richtig cooles Zweierzockerspiel, aber macht auch mit mehr Spielern Spaß, mit so Kampfrobotern in der Arena zu gehen und hier mit den Würfeln, die ich aber nicht werfe, sondern die ich einsetze. Und je nachdem, wie ich sie einsetze, ist erst der andere dran, auch abhängig von der Farbe. Und hier kämpft man quasi in einer Arena gegeneinander, aber richtig witzig, richtig lustig gemacht. Macht richtig Spaß. Und das Tolle ist, die Arena ist variabel. Hier gibt es verschiedene Spielplanfelder. Also, wer so ein Spiel sucht, mit vier kleinen Miniaturen, klar, natürlich auch durchaus gefragt, ab 10 Jahre wird angehend, passt auch. Der ist hier auf jeden Fall richtig. So, und ein Spiel, boah, was mittlerweile echt schwer ist. Ich glaube, brauche nichts dazu sagen. Zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. So viel zu meiner Lieblingsliste schon. Terraforming Mars ist ein absolutes Top-Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Partien ich gemacht habe. Und jetzt, wenn ich es in den Händen halte, könnte ich sofort wieder losgehen. Es macht einfach Spaß. Wie gesagt, Schwerkraft Verlag ist der Verlag. Richtig cooles Spiel. Ich hätte beinahe was anderes gesagt. Aber macht einfach Spaß, den Mars zu erobern mit verschiedenen Karten. Total variabel das Ganze gestaltet. Spannend von Anfang bis Ende. Man keine Downtime und richtig eng bis Spielende. Also das zündet auf jeden Fall. Auch ein Spiel, und ich habe gesagt, müssen ja nicht nur neue Spiele sein, Funkenschlag. Wobei, eigentlich ist es neu. Recharged-Version in dem Fall. Gibt es jetzt mittlerweile auch die ersten Erweiterungen, auch mit Recharged. Gibt es aber auch eine FAQ, wenn ihr die alte Version habt. Das habe ich euch vorgestellt, und zwar die neue Version, auch mit den wichtigsten Informationen, was neue und alten angeht. Also, wer jetzt Funkenschlag nicht kennt, sollte sich's anschauen. Wer jetzt Funkenschlag gar nicht kennt, sagt, boah, das ist ja eine ganz spezielle Grafik. Lasst euch davon nicht täuschen. Also die, wo es jetzt ein bisschen mit mir gespielt haben, das waren auch Spieler, die jetzt weniger spielen. Die haben sich anschließend gekauft, weil die waren doch sehr fasziniert, was das Spiel angeht, was die Kraftwerke angeht, was den Strom angeht, wie man hier agieren muss. Natürlich angegeben ist es 2 bis 6 Spieler. Klar, perfekt 6, da nutzt ihr den kompletten Spielplan. Aber in der Sequenz, wo ich glaube ich gefilmt habe, haben wir es zu 4 gespielt. Aber da bekommt ihr auf jeden Fall auch einen sehr guten Eindruck. Und zu diesen gehobenen Familienspieler, Kennerspieler gesellt sich Runestones. Ja, da gehen die Geschmäcker auseinander. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Es hängt aber sehr stark auch von der Zielgruppe und ob ihr jetzt Expertenspieler seid und solche Kaliber mögt, dann sagt ihr, oh, ist was Lockeres, das machen wir so als Absacker. Aber ansonsten kommt das Spiel momentan auch bei uns richtig gut an. Da habe ich auch schon ein Video gemacht, auch zu den Erweiterungen. Also ihr merkt, ihr habt hier eine bunte Auswahl, was jetzt Queen Games auch angeht. 12 Jahre. Und wenn ich so rumschaue, hätte ich euch noch viel mehr zeigen können. Zombicide oder das neue Cthulhu. Zombicide Cthulhu habe ich hier noch auf der Seite. Also, ne, die Blue lassen wir mal weg. Aber es gibt natürlich noch ein paar. Robin Hood zum Beispiel wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Unlock sind natürlich Terror Below. Also, da stehen noch so viele Sachen, was ich euch natürlich jetzt auch noch an dieser Stelle hätte zeigen können. Aber es war einfach ein kleiner Rundumschlag, was den Bereich dann angeht. Und vielleicht ist jetzt doch die eine oder andere Empfehlung drauf, wo ihr jetzt noch nicht auf dem Schirm habt. Die Experten, die jetzt hier vielleicht zuschauen, die kennen alles schon. Die haben sich hoffentlich auch gut unterhalten gefühlt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch jetzt hier noch fehlt. Als Empfehlung könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Sicherlich gibt es bei weitem noch mehr, auch alte Spiele. Wenn ich darüber schaue, da sind es noch so viele, was ich euch zeigen hätte können. Aber ich glaube, es sind jetzt schon genug und jetzt habt ihr auf jeden Fall eine schöne Auswahl. Das war's. Macht's gut. Bis bald.